Meine sehr geschätzten Damen und Herren, verehrte Konferenzteilnehmer, ein herzliches Grüß Gott und guten Morgen wiederum bei uns in Wien. Diese Konferenz ist ja auch sozusagen, wird ja sehr massiv auch technisch unterstützt, wo wir also derzeit noch nach dem Bild auf unserer Leinwand suchen, und ich hoffe, das bekommen wir noch hin. Meine Damen und Herren, wir haben also sozusagen mit dieser Konferenz, welche die vierte dieser Art und in der Reihe ist, haben wir uns für dieses Jahr abgestützt sozusagen dem Generalthema Strategie und Wille gewidmet, und es wurden gestern schon im Rahmen der Vorträge und im Rahmen des Panels wurde darauf bereits schon repliziert, und wir haben also schon sehr interessante Ausführungen zu diesem Thema erhalten. Der Wille und seine Wirkungsmacht in der politisch-strategischen und militärischen Sphäre, vorgetragen durch Generalmajor Milotat und Frau Manuela Krüger, dann die Bedeutung des Wehrwillens für die militärische Strategie, mit der Fragestellung, sind die Europäer dem gewachsen, durch Professor Dr. Jean Matlari aus Oslo. Dann das Panel Wirtschaft, Energie und Ressourcen mit den zum Teil am Podium sitzenden und Vortragenden von Dr. König, Brigadier Dr. Böcher, Kapitänleutnant Dr. Philipp Gapsch, Diplom-Ingenieur Mitra Arami und Herrn Dominik Spanocchi, und die Panelleitung hatte Oberst im Generalstab Magister Hollerer. Danach gab es den Vortrag, sehr interessant, von Bundesminister außer Dienst Dr. Werner Faselabend, der sich also dem Thema der Großmächte gewidmet hat in China und USA. Und dann, also den beiden Supermächten, und man kann fast sagen, da skizziert dargestellt im Sinne von Outgoing Supermacht und Incoming Supermacht, und darüber hinaus sozusagen die Großmächte Russland, die EU und Indien dargestellt. Und abgeschlossen wurde gestern dieser erste Konferenztag in unserem Bereich mit einem Vortrag vom Oberstleutnant, Oberregierungsrat Dr. Eberhard Birk. Meine sehr geschätzten Damen und Herren, wir beginnen. Diese Konferenz weist, wie man mir gesagt hat, auch ein Mörderprogramm auf. Gestern noch sehr spät am Abend diskutiert in den Räumlichkeiten des Offizierscasinos und heute alle schon frisch und munter hier. Ich darf Ihnen sozusagen zu dieser Fitness und Kondition sehr, sehr herzlich gratulieren. Ich darf auch sehr, sehr herzlich mich freuen, dass so viele auch bereits um 8 Uhr in der Früh, was ja üblich ist beim Militär, aber nicht üblich ist für eine Konferenz, in dem Maße schon so zahlreich hier erschienen sind. Danke dafür. Und ich darf jetzt hier ankündigen den Brigadier Dr. Beischl, der also sozusagen einer der Chefarchitekten aus unserem Haus für diese Konferenz ist. Und ich darf den Herrn Brigadier jetzt auf das Podium bitten. Und Herr Brigadier, the floor is yours. Und Ihnen allen noch einmal einen wunderschönen guten Morgen bei Kaiserwetter hier in Wien. Bitte sehr, Wolfgang. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Danke, lieber Thomas, für die Einbegleitung. Ich darf Sie recht herzlich zu unserem zweiten Konferenztag begrüßen. Ich darf den Herren, da steht es mir zu, gerne Marscherleichterung anbieten. Bei den Damen würde ich es gerne, darf ich aus verständlichen Gründen nicht. Selbstverständlich. Man hat versucht, durch alle Mittel mich in meinem Redefluss zu bremsen.
So hat man mir so den Beamer abgeschaltet, kurz vor Antritt. Das nützt aber nichts, weil wir ein Smartboard haben, das, wie der Name sagt, smart ist und natürlich hier die Ausfallshaftung übernimmt. Und der Herr Bertram Meyer wird mir hier die Weiterschaltung ermöglichen, weil das über die hier angebotenen Mittel nicht geht. Die Konferenz hat sich zum Ziel gesetzt, zu ergründen, welche Rolle der Faktor Wille in der Strategie spielt, welchen Einfluss er auf welche Weise in den verschiedenen konstitutiven Wirkungsprinzipien strategischen Denkens ausübt, wie die Kenntnis dieser Zusammenhänge künftiges strategisches Denken beflügeln kann und ob die hier untersuchte Bedeutung des Phänomens Wille eine kulturraumspezifische Prägung hat. Sie werden hier bei meinem Vortrag Folien finden. Bitte weiterschalten, Herr Bertram. Die Sie schon in einer der Vorkonferenzen gesehen haben. Ich betreibe hier keine Wiederholung. Ich beleuchte diese Folien unter einem neuen Aspekt, nämlich unter dem des Willens. Es geht also um eine Fortsetzung, Vertiefung, nicht um eine Wiederholung. Ich bitte auch um Nachsicht dafür, dass ich bei den einzelnen Funktionsprinzipien, die ich darstelle, nicht zu weit in die Tiefe gehen kann. Dieses Kaleidoskop, das ich Ihnen hier rund um das Thema Strategie und Wille als oder Strategie als Funktion des Willens bieten möchte, soll das Ergebnis widerspiegeln, das wir in unserer zweitägigen Klausur mit dem Entwicklungsteam gemeinsam mit Panelleitern in Reichenau getroffen haben und die thematische Ausrichtung der Konferenz sozusagen vorgezeichnet hat. Nächste Folie bitte. Na, eine davor. Ja, es ist zeitgeistig üblich, mit einem Nichtziel zu beginnen, sich über ein Nichtziel zu definieren. Dieses Verständnis von Willen, das Sie hier sehen, ist ein solches Nichtziel. Die Zeichnung daneben erinnert ein bisschen an das, was Bismarck über unsere beiden Staaten gesagt hat. Er hat es ein bisschen despektierlich gemeint, der Bayer ist der Übergang vom Österreicher zum Menschen. Das spiegelt sich ein bisschen in dieser Zeichnung wider, wie sich der preußische Soldat zu dem Soldat des Rests der Welt ein bisschen vergleicht. Ist aber, wie gesagt, ein Nichtziel. Nächste Folie bitte. Es geht um den Ausgangspunkt. Der Ausgangspunkt für die thematische Ausrichtung der Konferenz, nächste Folie bitte, geht davon aus, dass Wille sich im dialektischen Wechselspiel mit gegenübertretenden, nicht zwingend feindlichen, das heißt auch gegenüber den eigenen führenden, zum Tragen kommenden Willensmomenten zu behaupten hat, dass es zweitens um eigenverantwortliche Findung des Willens geht, um ein Erdenken, Erfinden strategischer Zwecksetzungen und dass der Wille, wenn auch nicht zwingend nach moralischen Maßstäben, so doch in Bezug auf übergeordnete Werte legitimiert sein muss. Der Zweck heiligt hier zwar in einem bestimmten Grad die Mittel, im übergeordneten Zusammenhang muss aber zumindest dem Überleben der eigenen Gesellschaft dienen. Das heißt nach Kant zumindest in einem übergeordneten Sinne vernünftig sein. Wir erinnern uns das, was Dr. König gestern über Odysseus und seinen Listenreichtum gesagt hat. Die Frage bei Odysseus, wie viel List rechtfertigt welche Angelegenheit? Also wie viel Moral, auch im übergeordneten Sinn, muss dieser Wille haben? Fehlgelenkter Wille, da bin ich bei General Milotat, Wille ohne Vernunft gefährlich, von Sekt, ist eine Kernproblematik, der wir uns stellen müssen. Nächste Folie bitte. Ich beginne bei frühen Ansätzen dieses Führungsverständnisses. Nächste Folie. Sie kennen diese Folie, das Wagenbeispiel. Ich gehe darauf nur mehr kurz ein. Führen im Deutschen ist ein Veranlassungsverb zu fahren, fahrend machen. Es kommt aus der Völkerwanderungszeit und zeigt, dass ein Führender seinen Stamm in eine neue, ungewisse Zukunft führt. Wir kennen die Alliteration von Führen und Folgen, eine der ältesten Reimformen in der deutschen Sprache, zeigt also, wie diese beiden Dinge zusammengehören. Wir sehen, dass hier ein wechselseitig annahmebedürftiges Führungsverhältnis entsteht, das eigentlich für den deutschen oder kontinentaleuropäischen Sprachraum richtungsgebend ist. Das Führungsverhältnis endet, wenn der Führende nicht mehr vorangeht, das ist aber selbsterklärend. Es endet aber auch, wenn die zu Führenden nicht mehr freiwillig folgen.
Und diese Wechselseitigkeit bedingt Loyalität von oben nach unten, ist der Grund für die demokratiepolitische Verlässlichkeit von Streitkräften, für das Widerstandsrecht, das auch Clausewitz schon gelebt hat. Also all das, was wir in unserer Führungsphilosophie kennen, resultiert aus diesem Führungsverständnis, das interessanterweise nicht nach Englisch übersetzt werden kann, weil Command in manum dare das Bild jemandes hat, der aus gegebener Autorität jemand im Nacken packt und wenn der nicht pariert, einfach fester zudrückt. Die Frage, ob hier freiwillig gefolgt wird, stellt sich in diesem Führungsverständnis nicht. Bitte mich nicht falsch verstehen, ich bringe das nicht mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger. Es ist einfach ein unterschiedlicher, philosophisch begründeter Zugang. Die neuerliche Auseinandersetzung mit diesem Phänomen scheint notwendig, weil der Wille des Führenden nach dem Motto »Ich führe und will euch damit Folgen machen« mit dem Geführten »Ich folge freiwillig, solange du verantwortungsvoll führst und begründe damit deine Führung« dialektisch interagieren. Der Führende seinen Führungswillen nur in iterativer Reaktion auf die Gefolgschaft der Geführten durchsetzen kann und letztere ihre Gefolgschaft nur nach iterativer Beurteilung der Leistung der Vertrauenswürdigkeit des Führenden leisten werden. Und weil die beiderseitige Annahmebedürftigkeit den Aspekt des Wechselspiels zwischen den Willensmomenten besonders deutlich hervortreten lässt. Und, nächste Folie bitte, gleich einmal weiterklicken. Ich danke für diese Quellenfindung meinem Kameraden Kaiser, ist er heute schon unter den Lebenden, noch nicht, der mir diese Stelle in Landrecht Teil 3 des Sachsenspiegels ausgehoben hat, wo hier in einem der einzigen Lehnsrechte dieser Zeit, also in anderen Lehnsrechten, findet man überall, dass der Herr die Verpflichtung über den Lehnsnehmern hat. Es sind natürlich auch die Pflichten des Lehnsnehmers oder Eidgebers, das ist also ein bisschen verwirrend, des Untertanen verankert, das synallagmatische Verhältnis, dass der Lehnsnehmer seinem Herrn die Treue aufkündigen kann, wenn der Herr seinen Pflichten nicht nachkommt, ist meines Wissens im Sachsenspiegel einzig. Also wir haben hier diese von mir vermutete Spezifität im deutschsprachigen Raum eigentlich, glaube ich, schon im Sachsenspiegel auch mitverankert. Nächste Folie bitte. Interessant ist, dass diese Tugend allerdings im 19. Jahrhundert wieder verschwindet, weil es im Gottesgnadentum keinen Führer, keinen politischen Führer geben kann, der nicht rechtens agieren würde. Also eigentlich ein Rückschritt über diese Periode. Nächste Folie bitte. Wir können hier natürlich, nächste Folie, nicht weiter tun, ohne auf unseren Ahnherrn Clausewitz einzugehen. Clausewitz spricht hier von viel mehr Stärke des Willens. Er stellt dabei zunächst auf die Willensdurchsetzung. Also auf, Sie erinnern sich an die vier Dimensionen des Willensbegriffes, die ich hier hypothetisiert habe. Clausewitz stellt hier zunächst klar auf Willensdurchsetzung ab. Nächste Folie. Im erweiterten Zweikampf beschreibt er mit dem Hinweis auf physische Gewalt die Dimension der Willensdurchsetzung, vollzieht aber mit der Metapher des Zweikampfs und der Ringenden schon den Übergang zum dialektischen Wechselspiel entgegengesetzter Willenmomente. Nächste Folie. Und spricht mit den außerordentlichen Anlagen im klaren begrifflichen Gegensatz zu den Kräften die kreative Dimension des Willensbegriffes an, die strategische Zweckfindungs-, Setzungs- und die visionäre Reichweite strategischen Denkens. Nächste Folie. Und mit der Aussage, nun ist der Krieg nicht das Wirken einer lebendigen Kraft auf eine tote Masse, sondern immer der Stoß zweier lebendiger Kräfte gegeneinander. Dies ist die zweite Wechselwirkung, die zum Äußersten führt. Endgültig den Charakter des Aufeinandertreffens zweier unabhängiger Willensmomente in den Vordergrund zu stellen. Genau diese geistige Dimension des Krieges ist, was Clausewitz deutlich über Chomigny hinaushebt. Clausewitz legt damit ein wesentliches Prinzip seiner Kriegstheorie dar. Es geht ihm um eine freie Seelentätigkeit, die deutlich stärker auf die Dimension des Wechselspiels entgegengesetzter Willensmomente fokussiert, also auf das iterative Beeinflussen des einen Willens durch den jeweils letzten Zug des Entgegentretenden, also auf die Frage, wie der gegnerische Wille gewaltsam gebrochen werden kann. Letztere Zielsetzung von der Idee des freien Spiels der widerstrebenden Willensmomente isoliert, würde ja von der Annahme ausgehen, dass der Gegner nicht reagiert, dass auf ihn eingewirkt werden kann, wie auf ein Stück toter Materie, mit übermächtiger Gewalt, aber ohne auf seine Antwort, Reaktion einzugehen. Darin manifestiert sich ein prinzipieller Unterschied zwischen kontinentaleuropäischen, insbesondere im deutschen Sprachraum entwickelten Führungsphilosophien und anderen. Genau dieser Unterschied im Verständnis des Gegners, einmal eher als tote Materie, einmal als agierende, reagierende, lebendige, geistige Kraft, welche die eigenen Entscheidungen iterativ beeinflusst, begünstigt im ersten Fall eine eventualfalls planunglastige,
Im zweiten Fall eine auf die selbstständige Beurteilungsfähigkeit der Unterführer aller Ebenen fokussierende Führungsphilosophie. Weil auf die erste eigene Gefechtsidee zumindest drei gegnerische offenstehen, auf letztere jeweils drei eigene Handlungsmöglichkeiten und so weiter. So explodiert die Anzahl der abzudeckenden Zukunftsoptionen ab dem Aufeinandertreffen bereits nur zweier entgegengesetzter Willen und unter der Annahme von jeweils drei Möglichkeiten schon nach fünf Spielzügen auf 3 hoch 5 Möglichkeiten. Eine Zahl, die durch vorausschauende Planung weder hinreichend noch wirtschaftlich beherrscht werden kann. Siehe Krefeld Kampfkraft, seinen Befund, dass amerikanische Planungsstäbe so überbordend waren mit dem Problem, dass die Masse der gezeichneten Pläne in der Wirklichkeit nicht zugetroffen haben und die, die zugetroffen haben, nicht wirklich gepasst haben. Und daher hat der vor Ort Agierende beim Planungsstab rückfragen müssen. Der Planungsstab hat so ähnlich wie bei Microsoft die Benutzerbetreuung dieses Problem von hinten zu lösen versucht, hat dabei aber keine Ortseinsicht gehabt. Möglicherweise ist das der Grund, den Eisenhower zu der Behauptung geführt hat, der Plan ist nichts, Planung ist alles. Wird das in der Managementlehre vielfach anders interpretiert? Möglicherweise erkennt er dabei den Vorteil der situativen Auftragsführung der Deutschen, womit sie sich natürlich ganz signifikant große Planungsstäbe erspart haben. Weil das Aufeinandertreffen zwei unabhängiger Willensmomente die Anzahl Möglichkeiten so exponentiell steigen lässt, scheint eine starre Vorausplanung oder ein Foresight etc. schon prinzipiell nicht möglich. Instrumente des Szenariomanagements, Foresight-Monitore, Zukunftsprognosen wecken daher falsche Erwartungen. Die Brücke zwischen Phasen, in denen Eventualfallplanung notwendig sind und solchen, wo sie einer selbstständigen Beurteilung in der gegebenen Gefechtssituation weichen müssen, schlägt der ältere Moltke, nächste Folie bitte, mit seinem Zitat, das sehr oft auf die einfachere Formel verkürzt wird, Planung bis zum ersten Zusammentreffen mit dem Feind, ab dort Führung. Nächste Folie bitte. Ausgehend von den bisherigen Grundsatzüberlegungen ließe sich daher folgende Hypothese aufstellen, die der Konferenz als Leitlinie dienen könnte. Strategie ist eine Ausdrucksform, eine Funktion des Willens. Durch ihn bestimmt, Wille ist ihr zentrales konstitutives Element. Dadurch unterscheidet sie sich von Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, Sicherheitsstudien, Konfliktforschung etc. Es wird nicht beschrieben, was ist, welche Gefahren drohen, welche Entwicklungen es geben könnte, welche Optionen offen stehen. Es wird vor allem definiert, was der Akteur will, wie er seinen Willen fasst und wie er die Umsetzung anstößt. Und das soll im Gegensatz zu den üblichen Sicherheitskonferenzen auch das thematische Alleinstellungsmerkmal unserer Konferenzreihe sein. Nächste Folie bitte. Ich rekurriere auf das, nächste Folie, was Professor Halland-Mattleri gestern auch angerissen hat und in der Vorkonferenz noch deutlicher klargemacht hat. Strategie kennt keine Win-Win-Situation. Sie ist vielmehr ein Nullsummenspiel. Was der eine verliert, gewinnt der andere. Sie entspringt einem Konflikt um ein und dieselbe beanspruchte Sache. Strategie entstünde demnach dort, wo ein Wille geboren wird, diesen Konflikt gegen den Widerstand der Gegner für sich zu entscheiden. Damit wäre interessenlose Strategie gleichzeitig im eigentlichen wie auch übertragenen Sinn eine zwecklose Strategie und damit ein Widerspruch in sich. Daher müsste, und hier zeigte die Strategie-Entwicklungsdimension unserer Veranstaltung, die Konferenz 2016 gefundene Strategiedefinition um diese Erkenntnis erweitert werden. Wenn man den hauptsächlichen Aufgabenbereich der Politik damit umschreiben wollte, dass sie sich um die Konsens- oder zumindest kompromissfähige Umsetzung von Maßnahmen oder Verteilung von Ressourcen kümmert, wobei natürlich Verteilungskonflikte auftreten können, die aber jedenfalls ohne einen gewaltsamen Konfliktausdruck auskommen und die letztlich in eine Win-Win-Situation aufgelöst werden können, dann würde sich eine mögliche begriffliche Abgrenzung zwischen Strategie und Politik andenken lassen. Wenn Strategie nun auf die Durchsetzung eines Willens, eines Interesses abzielt, das zwingend nur zu Lasten des Gegners befriedigt werden kann, dann wäre die 2016 gefundene Definition, die auf eine konfliktvermeidende Zielerreichung durch Anwendung kreativer Methoden abstellt, dahingehend zu erweitern, dass zwar der Konflikt, weil systemimmanent, nicht vermieden werden kann, wohl aber seine physisch gewaltsame Austragung. Eine solche gewaltsam physische Konfliktaustragung kann beispielsweise durch wirtschaftlichen Wettbewerb, Erzielen technologischen, bildungsmäßigen Vorsprungs, demografische Entwicklung und weitere alternative Methoden vermieden werden. Kreativität hilft dabei, Möglichkeiten zu finden, den gewaltsamen Konfliktaustrag zu vermeiden und ihn durch einen physisch gewaltfreien zu ersetzen. Der Konflikt bleibt, weil Strategie Interesse ist. Nächste Folie. Aus der Arbeitshypothese lässt sich folgende ergänzende Forschungsfrage ableiten. Ist das Überbetonen des Willens, das
zum Glauben verleitet, zum Bewusstsein führt, man könne durch den Willen und Geisteskraft Wirklichkeit gestalten oder verändern, Naturgesetze außer Kraft setzen, ein für den deutschsprachigen Kulturraum spezifisches Phänomen. Das führt zur Frage der Perzeption des Phänomens Glück im jeweiligen Kulturraum. Nächste Folie bitte. Es deutet einiges darauf hin, dass gerade im strategischen Denken des deutschsprachigen Raums die Mens agitat molem, Bedeutung des Willens, derartig übersteigert wurde, dass man zu glauben begann, dass Wille, sofern er nur stark genug ist, Wirklichkeit zwingen und Ziele erreichen lassen kann, für die jegliche ressourcenmäßige Deckung fehlt. Das führte stellenweise zu beispiellosen Leistungen, oft aber auch zu hasardieren und zu katastrophalen Niederlagen. Beispiele dafür möchte ich Ihnen gerne geben. Nächste Folie. Sie sehen Rommel im Westfeldzug. In 1,5 Tagen über 80 Kilometer vorgestoßen, den Haltebefehl missachtet, aus einer unklaren Befehlslage heraus weitergestoßen, als das von der Führung angedacht oder erlaubt gewesen wäre. Dabei gibt es Überlieferungen, die von einem Beispiel erzählen, für das ich leider keine, auch mit Professor Etschmann nicht, und das heißt was, der hat ja alles, was geschrieben wurde, irgendwo katalogisiert, aber es gibt diese Überlieferung, die auch noch von Kriegsteilnehmern habe, dass es offensichtlich hier es am Abend eine Verfolgung französischer Kräfte eine Lagebesprechung gegeben hat, der Kommandeur der Division sich vom Operationsführer einen Angriffsplan vortragen lässt. Wunderbar wird angenommen, der Versorgungsführer auftritt und sagt, wunderbar, aber wir haben für 20 Kilometer Sprit, unsere Panzer bleiben noch 20 Kilometern liegen. Worauf der Kommandeur sagt, du Miesepeter, verdirb uns einen schönen Angriffsplan nicht, tritt an. Stößt auf ein Treibstofflager, das die Franzosen, von dem sie nichts gewusst haben, stößt auf ein Treibstofflager, das die Franzosen nicht mehr zeitgerecht sprengen konnten, überholt, schließt ein, vernichtet. Interessanterweise, ich habe diese Geschichte unter Nennung, dass ich die Quelle noch nicht gefunden habe, auf Generalstabskursen auch vorgetragen und habe also in dem Moment Einhalt geboten. Gesagt, so, und jetzt möge sich jeder bei sich selber sagen, wo liegt die Sympathie der Erzählung vom Hörer? Wem gilt die Sympathie? Dem Kommandeur, der sich gegen den Versorgungsführer entscheidet oder beim Versorgungsführer, der zur Vernunft mahnt? Es liegt eigentlich in der Natur, zumindest der Kurse, wo ich unterrichten durfte, dass irgendwo insgeheim die Freude war, dass der riskierende Kommandeur sich doch gegen diesen bedenkentragenden, unzeitige Reue, nennt es Clausewitz, Versorgungsführer durchsetzt. Wäre es schiefgegangen, würden wir anders urteilen. Aber die Frage ist ja, hätte nicht eigentlich auch angesichts des Erfolges dieser Führende für diese Entscheidung bestraft werden müssen. Er hat eigentlich den gesamten Verband aufs Spiel gesetzt mit einer eigentlich aufgrund der logischen Daten falschen Entscheidung. Wir haben es aber irgendwo in unserem Soldatenherzen in uns, dass dieses Riskieren, sofern es nur zu einem guten Ausgang führt, doch irgendwo das Glück gezwungen hat. Und hier sind wir eigentlich bei Fortune, die wir auch gestern gehört haben, die Friedrich der Große sehr stark vorantreibt. Nächste Folie bitte. Noch schlimmer treibt es aus meiner Sicht der deutsche Idealist Hegel, wo ein Student im Unterricht sagt, Herr Professor, das, was Sie hier vortragen, Ihre Theorien widersprechen ja der Wirklichkeit. Und Hegel nicht als Bonmot, sondern wirklich aus vollster, tiefster Überzeugung sagt, umso schlimmer für die Wirklichkeit. Nächste Folie bitte. Ich durfte Gast sein beim Strategieforum der Wirtschaftsuniversität, dort tritt der Strategiemanager, der für die Neuausrichtung des VW-Konzerns in Richtung Elektromobilität verantwortlich ist. Also eine wirklich führende Position, spricht über seine Strategie und erklärt, der Beweis für die Stimmigkeit einer Vision, einer Strategie, ist dann gegeben, wenn die Wirklichkeit keinen Widerstand mehr leistet. Also eigentlich genau hegelisches Denken. Und ich denke, dass das nicht Überheblichkeit ist. Ich glaube, dass das über die Philosophie, die uns zugrunde liegt, eigentlich etwas ist, was in uns mitschwingt. Nächste Folie bitte. Friedrich der Große hat Testamente geschrieben. Jetzt geht man ihr in der Annahme, er hätte so gesagt, wem welches Schloss, wem Sanssouci gehören soll und so weiter. Nein, das hat ihn weniger interessiert. In Wirklichkeit sind viele dieser Testamente, wie das Beispiel zeigt, einfach Operationspläne für den Fall, dass er vor einem Flussübergang nach Nehmen einer Stadt fällt, wenn ich totgeschossen werde, sagt er. Und gibt eigentlich, er versucht in seinen Testamenten seinen Willen, seinen Gefechtswillen auch über den Tod hinaus. Er nimmt sie also heraus, er will auch, wenn er stirbt, weiter befehlen, er möchte das Geschehen in der Hand haben. Die Idee auch über den Tod hinaus
Geschick zu lenken, zu bestimmen. Nächste Folie bitte. Setz Gott nicht hin. Eine weiter bitte, ja. Friedrich der Große, Fortun. Haltung des Preußenkönigs zu Fortun. Fortun ist nicht Spielglück, wie wir auch gestern gehört haben, sondern eher Glück des Tüchtigen. Die Vorstellung, man könne durch Willen sogar das Glück zwingen. Er sagt auch, Fortun est toujours pour le grand patron. Er erkennt also die Möglichkeit, den Faktor des Glücks an, aber er sagt, in der Regel haben die das Glück, die größeren Patrone haben. Er sagt also, mit Kraft, mit Verstand, mit Führungskönner, mit Führungsphilosophie kann das Glück sozusagen sich abmelden. Wir überrollen das Glück mit überzeugender Führungsleistung. Interessant, dass es im Deutschen auch nur einen Begriff für das Glück gibt, wo in anderen Sprachen sehr viele Synonyme für Glück bestehen. Auch das ist relativ spät in die deutsche Sprache eingezogen und hat nur einen Bruchteil der Bedeutungen mit Glückseligkeit, mit Freude zu tun, sondern es geht um diesen Faktor Glück. Wie viel unbestimmtes Äther ist im Führungshandel enthalten? Nächste Folie bitte. Insgesamt lässt sich dieses Äther-Prinzip oder dieses Verringern des Äther, das Dr. König gestern angesprochen hat, eigentlich in einem Prinzip zusammenfassen, alles übernatürlich Gottgegebene, Metaphysische zurückzudrängen und durch eigene Verstandesleistung aufzufüllen. So treibt der Wille in drei Kategorien, Intuition, Glück und Kunst, einmal vom Bauchgefühl zu das, was Professor Magitay vortragt, Trained Intuition, vom Spielglück zur beeinflussbaren Fortune und in der Kunst, von der expressiven Kunst, also Zeichnen, Malen, Formen, Bildhauen, zur Könnerschaft, was Kunst eigentlich als Partizipwort im Ursprung bedeutet. Es geht hier nicht um den Willen eines trotzigen Kindes, das aufstampft oder die Luft anhält. Es geht um ein Höchstmaß an kreativer, visionärer Gedankenleistung, um ein Überzeugen, um ein Schaffen von Gefolgschaft, für die einen strategischen Zweck der Sicherheit und dem Überleben des Staates dient. Nächste Folie bitte. Ich versuche ein paar philosophische Ableitungen, nächste Folie, die wir auch gestern zum Teil schon gehört haben. Philosophie wird also grundlegend der Seele zugeschrieben, als einer der drei Seelenteile, Wille, Erkenntnis und Fühlen. Aristoteles sieht die Seele dreigeteilt. Es gibt einen animalischen Seelenteil, der ist das Streben oder der Wille, kann durch den menschlichen, die Vernunft, teilweise gesteuert werden. Damit zeigt sich auch die Schnittstelle zum Trieb. Damit ergibt sich auch die Schlussfolgerung, wie wird aus dem animalischen Macht- oder Überlebenstrieb vernunftgesteuerte, verantwortungsbewusste Strategie? Eben durch einen wertebasierten, vernünftigen Willen. Platon beschreibt es als Wagengespann. Die Vernunft ist der Wagenlenker über die Seelenteile Wille oder Mut und Begehren. Nichtwillen ist ein interessantes Phänomen. Ein Unterlassen kann schon auch Wille sein, wenn das Unterlassen mit Überwindung oder Willenskraft zu tun hat. Denken Sie an das Aufhören mit dem Rauchen. Ist ein Nichttun, aber durch starken Willen besetzt. Eine Parallele dazu, die sich auftut und aus meiner Sicht sehr strategischen Bezug hat. Wir sind in Europa ein bisschen stolz, eine strategische Zielsetzung entwickelt zu haben, die da heißt, nie wieder Krieg. Das war offensichtlich nicht nur ein Nachkriegsmotto, sondern wurde zum strategischen Zweck erhoben. Kann aber nie wieder Krieg ein strategischer Zweck sein? Genauso wenig wie nie über 130 Stundenkilometer fahren kein strategischer Zweck sein kann. Die Frage müsste sein, wo will ich hin? Wo will ich sicher ankommen? Nicht fahre ich 130, 120 oder 110. Das ist operative Umsetzung. Eigentlich die falsche Frage. Etwas aus Unentschlossenheit, Untätigkeit, Übersättigung nicht zu wollen, ist genau das Gegenteil von wirklichkeitsgestaltenden, überlegenheitsbegründenden, überlebenssichernden Willen. Nie wieder Krieg kann, wie auch Professor von Rosen das sieht, also keinen strategischen Zweck darstellen. Gefährlich wird es dort, wo man glaubt, sich mit diesem vermeintlichen strategischen Zweck in Einklang zu China befinden, weil China auch der Gewalt oder dem Krieg abschwört. Das ist ein Trugschluss. Wenn man sich die chinesische Zielsetzung ansieht, gibt es zwei Ebenen, die klar definiert sind. Die erste ist die strategische Zwecksetzung, die sagt, wir wollen, bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt, bis 2049 Weltrangführer sein. Punkt. Die zweite ist die operative Umsetzung. An die operativ Umsetzenden dieser Strategie, die da heißt, lasst euch auf dem Weg bis 2049
auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels nicht von anderen in einen Krieg hineinziehen. Wenn man das analysiert, heißt das beim strategischen Zweck, dass dort nichts von Kriegsvermeidung steht. Wenn China glaubt, dazu Krieg zu benötigen, oder wenn der Krieg zwischen anderen ausbricht, wird China nicht sagen, das kann es nicht geben, das ist nicht in meiner Erfahrungswelt, ich negiere das, sondern wird möglicherweise sich über den Konflikt anderer sogar sehr zufrieden zeigen. Es heißt auch nicht, dass China auf der Zielerreichung, auf der operativen Ebene nicht gelegentlich kriegerische Handlungen setzt oder sich gegen solche, wenn sie von außen herangetragen werden, verteidigt. Es heißt nur, dass es sich aktiv nicht, oder passiv nicht in einen Krieg hineinziehen lassen will. Das heißt aber, dass China zwar nach außen in Summe, wenn man das sehr an der Oberfläche sieht, den Krieg nicht will, ein bisschen unscharf, dass ihn aber trotzdem als Phänomen anerkennt. Das heißt, die Möglichkeiten vorhält, ihn zu führen, wenn es notwendig ist, nicht überrascht ist, wenn jemand anderer diesen Krieg an China heranträgt und sich auch verteidigen kann. Zu sagen, nie wieder Krieg, negiert das Phänomen des Krieges. Das ist ein grundlegender Unterschied. Und dass beide Systeme, beide strategische Zwecke jetzt im Moment keinen Krieg führen, hat nichts mit der Gleichwertigkeit dieser Ansätze zu tun. Nächste Folie bitte. Das ist mein Bild, wie ich versuche, Strategie zu erklären, wohingegen der Operateur eine Brücke bauen würde. Ist der Stratege, der Speerwerfer, der an das gegenüberliegende Ufer einen Speer wirft, verbunden mit einem Seil, das er dem Operateur dann übergibt, zur Seite tritt und die Zielerreichung dem operativen Führer überlässt. Wenn gilt, was der deutsche Idealismus allen voran Hegel behauptet, dass Geist Wirklichkeit erschafft, dann muss man sich die Dinge, die man erreichen will, erst einmal vorstellen können und erdenken können. Warum sieht der Speerwerfer, so die Frage, weiter in die Zukunft als die nachgeordneten operativen Führer? Schafft er durch Vorstellungskraft Ziele, die ja vorher gar nicht da waren? Erschafft er den strategischen Zweck dadurch, dass die in den Untergebenen erweckte Begeisterung vorher nicht existierende Ziele Wirklichkeit werden lässt? Und hier bin ich bei der Visionalisierung, ein Kunstbegriff, den ich mir zurechtgelegt habe. Es geht also um eine Vision. Und wir wissen, dass wir Kraft der Gedanken etwas, das Wirklichkeit werden soll, zunächst einmal erdenken können sollen. Erdenken können wir es, wenn wir ein Bild dafür, eine Metapher dafür finden. Wenn wir es zeichnen, aufzeichnen, malen könnten. Das heißt, man soll sich Dinge, die man sich vorstellt, die Wirklichkeit werden soll, einmal aufzeichnen können. Und dieses Bild, dieses Vision verbunden mit Visualisieren, Visionalisieren, ist möglicherweise der Ansatz des strategischen Führers, des strategischen Zwecksetzers, der möglicherweise deswegen weiter voraussieht, nicht weil er bereits existierende Dinge früher sieht als jemand anderer, sondern weil er Dinge, die noch gar nicht existieren, aus Geisteskraft erschafft und durch Überzeugungskraft so viel Gefolgschaft in anderen erzeugt, bis deren Unterstützungswillen dieses Ding aus dem Nebel der Vorstellungskraft erheben und wirklich zur Wirklichkeit machen. Vielleicht ist das ein wesentlicher Aspekt strategischen Denkens, der nicht alles erklärt, aber der natürlich jetzt an der Schnittstelle Vision, strategischer Zweck, möglicherweise auf eine neue Qualifizierung strategischer Zweckgeber hin ausgerichtet ist. Nächste Folie bitte. Über Kant kann man sich auch der Frage nähern, ist Friede der Naturzustand und der Wille der Antrieb zum Krieg, also destabilisierend, oder ist es umgekehrt? Nur mit der Kulturleistung des Willens komme ich von einem kriegerischen Urzustand zum Frieden, idealtypische Schnittstelle zur Polemologie. Diese Frage liegt auch dem oben ausgeführten Irrglauben zugrunde, dass nie wieder Krieg eben keine strategische Zwecksetzung mit Wirklichkeit gestaltender Kraft wäre. Nach Thomas Hobbes in Dezive, ausführlich im Leviathan, ist der Bellum Omnium contra Omnes oder der Vore, wie er nennt, der Naturzustand. Er stellt jedoch auf das Zusammenleben von Menschen ab. Nun könnte man folgen, der Urzustand wäre ein friedlicher, nur der Mensch in seiner Unvollkommenheit schafft Streit und Konflikt. Es ist aber auch festzuhalten, dass die Natur zwar Sauerstoff, Wasser und Nahrung vorhält, um dem Menschen das Überleben zu ermöglichen, dass aber der Mensch, der in Untätigkeit verharrt, nicht sammelt, jagt oder Ackerbau betreibt und keinen Willen bildet, sich gegen die Winterkälte oder wilde Tiere zu schützen, von der gleichen Natur gnadenlos vernichtet würde. Er lebt also auch schon ohne das Zutun feindseliger Menschen, menschlicher Artgenossen, in einem solchen von Hobbes skizzierten Bellum.
Wille und Kant. Die Freiheit, die Kant meint, ist die Freiheit des Willens, die Entscheidung, wohin sich das Individuum entfalten will, was es machen, leisten will, nicht die Freiheit, untätig zu sein. Nach Kant macht erst der Wille auf Basis des kategorischen Imperativs Freiheit aus. Freiherr von Rosen folgert, Frieden ist der Zweck, nicht der Krieg, daher muss Krieg der Urzustand sein. Man könnte weiter folgern, wenn Frieden der Zweck ist, könnte die Krisenreaktionsoperation oder die gezwungene kriegerische Handlung das Ziel sein und das Militär die Mittel. Damit wäre eine neue Ziel-Mittel-Relation des Clausewitz neu geformt. Damit kann von Hobbes über Kant gefolgert werden, Krieg ist der Urzustand, Friede die Kulturleistung, die durch einen tätigen, wertebasierten Willen zu erreichen ist. Strategie bildet damit die vom Willen getragene Brücke vom kriegerischen Urzustand zur verantwortungsbewussten Freiheit. Ich darf vielleicht diesen einen Punkt möchte ich noch bringen, auch wenn ich über der Zeit bin, mit Nietzsche schließen. Nietzsche spricht von einer prähistorisch-vormoralischen Zeit, die Taten nach ihrer Wirkung bewertet. Später Taten nach ihrer Absicht, nach dem Willen. Damit ist erst Moralität entstanden, die wird aber von gesellschaftlichen Konventionen, Religion, Ideologie überformt. Also fordert er zurück zu neuer Immoralität als Korrektiv für die jeweilige menschliche Perspektive. Vergleichbar damit das germanische Recht, die Tat tötet den Mann und nicht der Wille. Das heißt, ein Erschießen mit einer Waffe, die nicht losgeht, bewirkt keine Schädigung, daher auch nicht strafbar. Hat halt der Delinquent Glück gehabt. Im neuen Recht geht es nach dem Willen. Wenn er ihn töten wollte, kann es nicht an der Frage der feuchten Munition liegen, ob er schuldig gesprochen wird. Der Wille zur Macht ist das Prinzip, das dem menschlichen Leben und der Natur zugrunde liegt, aus dem heraus alles erklärt werden kann. Ohne Willen zur Macht gäbe es keine Vernunft und auch keine Wertschätzung. Die Psychologie und der Wertekanon der damaligen Gesellschaft seien falschen. Heute würde man vielleicht sogar von sogenannten Gutmenschlichen sprechen, moralischen Vorurteilen und Befürchtungen hängen geblieben. Diese falschen Wertungen oder wie er sagt, moralischen Vorurteile der Gesellschaft will er umwerten. Er versucht also eine gewisse Entmoralisierung des strategischen Interesses und spricht daher dem Willen zur Macht das Wort. Was nach Kant keine wertfreie Strategie bedeuten muss, wenn die Strategie in einem zumindest übergeordneten Zusammenhang dem kategorischen Imperativ entspricht, vernünftig ist, kann der Zweck die Mittel trotz unmittelbarer moralischer Einwände trotzdem heiligen. Und ich muss hier schließen, Grillparzer zitieren, er sagt, Moral ist ein Maulkorb für den Willen, Logik ein Steigeriemann für den Geist. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Wenn die Zeit für Fragen ist, Thomas wird die gleich moderieren. Bitte schön, Herr General. Kommt sofort. Glückwunsch zu dieser großartigen Zusammenstellung und Analyse. Nur, ich möchte eins noch zu bedenken geben. Sie haben gesagt, Sicherheitspolitik ist was anderes. Was Sie vorgestellt haben, und das müssen wir als Soldaten auch sagen, ist genauso anzuwenden auf der politisch-strategischen Ebene. Und es kann nicht sein, dass wir hier etwas aufbauen, wissenschaftlich untermauern, wo wir dann, das heißt, ihr seid Sonderlinge, ja, wir entscheiden aus dem Bauch oder wie das alles so läuft hier. Das ist das Wichtige. Und die Frage ist einfach, da haben wir auch bei der Vorbereitung uns lange überlegt, wie bringen wir das über? Wie bringen wir das über an die Politik, wie man so schön sagt? Und das ist unheimlich schwer. Und solange es keine Verfahren gibt im politischen Prozess, außer dass man vielleicht den Zipfel der Geschichte erhascht, wenn er vorbeigeht oder was, wird das nichts. Sind wir immer besser, sind wir immer deutlicher, sind wir analytischer? Und die Politik ist es nicht. Das ist meine erste Anmerkung. Die zweite ist so, was Sie vorgestellt haben, großartig, selbst Frau Elisabeth Förster, Nietzsche und so weiter, Wille zur Macht. Wir dürfen aber eines nie vergessen, wir haben die größte verbündete Armee, die wir haben. Die Amerikaner arbeiten nach wie vor nach Jomini. Das heißt also, es ist nicht so, wie was Clausewitz hier gemacht hat, es gibt Führungsgrundsätze, die durch Führungskunst umgesetzt werden. Wir können das auf die Politik beziehen. Wir können sagen, es gibt Grundsätze, die durch politische Führungskunst umgesetzt wird. Das ist bei Jomini nicht so. Es ist alles viel rezeptologischer.
Das heißt also, es gibt einen Willen oben, der wird dann irgendwie exekutiert. Aber die Führungskunst auf jeder Ebene, das umzusetzen, ist sehr viel eingeschränkter, wenn man nach Jomini strukturiert ist. Und das ist auch eine Sache, die aus ihrer Arbeit heraus resultieren kann. Wie nehmen wir Verbindung auf mit unseren Verbündeten und sagen das? Und bei den Franzosen ist es ja auch wieder ganz anders, wie wir wissen. Aber Glückwunsch, haben Sie toll gemacht. Danke, Herr General. Die beiden Fragen hätte ich mir fast, wenn ich sie mir ausgesucht und sie gebeten hätte, sie zu stellen. Die erste Frage, einer der Hauptgründe, warum ich diese Konferenz überhaupt geboren oder gemeinsam mit Wolf Lapins einmal erdacht habe, ist, natürlich muss die Politik oder sollte die Politik sich unserem wissenschaftlichen Denken zu diesem Themenbereich offen zeigen und damit zuhören, im Zuge nicht über den Primat der Politik hinaus, aber im Sinne einer Entscheidungsvorbereitung. Aber unser Beitrag dazu ist, und wir wissen ja, dass seit Clausewitz oder nach Clausewitz die gesamten deutschen kontinentaleuropäischen Generalstäbe sich eigentlich freiwillig ohne Druck der Politik auf operative Zusammenhänge zurückgenommen haben. Es ist unser Denken ein eher operativ als strategisches. Das heißt, diese Strategiekonferenz möchte ja gerade den Offizier, den Kommenden ansprechen, ihn zu diesem strategischen Denken zu ermutigen. Das ist unser Part. Da braucht man die Politik, glaube ich, noch gar nicht in die Pflicht nehmen. Wenn wir das können, wenn wir das breitflächig können und einen fundierten Rat an der Schnittstelle zur politischen Entscheidungsfindung im Wege der Beratung heranbringen, hoffe ich, dass die Politik zuhört und wir uns einbringen. Das ist Zielsetzung der Konferenz. Zum Zweiten, Führungsphilosophien, Jomini versus Clausewitz. Ich glaube, wenn man die Auftragstaktik mit einem sehr einfachen Soldatenslogan unterschreibt, ist Hirn spart Blut. Im Wesentlichen ist die Auftragstaktik ein Kompensat für fehlende numerische Überlegenheit. Und der, der die numerische Überlegenheit nicht hat, muss ein Ausweichinstrument finden. Das ist in unserem Fall über Auftragstaktik eben das Hirn, die Bildung der unteren Ebenen, aus der heraus ein gesamtleistungssteigernder Erfolg erzielt. Wer die Ressourcen hat, muss diesen teuren Weg über die Bildung nach unten nicht gehen. Und ich sage das nochmal, wirklich nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern wer Ressourcen hat, ist doch vernünftiger dran, wenn er einfach den Mann nicht in die Notlage bringt, selbst zu entscheiden und sagt, wenn du nicht weißt, ob du 3 oder 4 Bataillone kriegst, zur Sicherheit 5, dann kann nichts schief gehen. Wenn er das hat, ist das das Bessere. Das heißt, wir müssen, ich glaube, es hat auch keinen Sinn, wenn man die Führungsphilosophie, die mit ausreichend Ressourcen arbeitet, sozusagen in die Pflicht nehmen will, anders zu denken, das wird nicht schaffen. Aber wir werden nicht mehr Ressourcen kriegen. Das heißt, wir werden dazu verhalten sein, mit diesem hirngesteuerten Ansatz, der fehlende numerische Überlegenheit abdeckt, weiterzuleben. Aber es ist vollkommen richtig, dass insbesondere wir mit der Auftragstaktik im Zeit des digitalen Gefechtsfelds, mit der computerunterstützten Führungsinformationssystemen, die Auftragstaktik nicht mehr auf allen Ebenen nutzen können, weil die Umsetzung auf den Zwischenebenen Zeit kostet. Und wenn ich mit Heros zum Beispiel vom Führungsverfahren Division Mann von 11 Stunden herunter auf 3,5 Stunden komme, ist es nicht deswegen, weil die Befehlsübermittlung fehlt, sondern weil die Zwischenebenen nicht mehr beurteilen. Das heißt, auf der einen Seite sind teure Gefechtsfeldinformationssysteme zu beschaffen und die Zeit dann wieder damit zu verbraten, dass man auf Zwischenebenen beurteilt. Das heißt, wir werden zu Situationen kommen, wo wir fallweise wahrscheinlich die Auftragstaktik können, auch auf die Befehlstaktik umschalten können müssen. Letzter Ansatz, ich glaube, damit ist die Zeit dann überschritten. Interessant ist, dass ja Clausewitz sehr wohl von Jomini übernommen hat. Habe aus meiner leidvollen Erfahrung, ich musste Französisch lernen für mein Studium und die Französischlehrerinnen haben uns gefragt, also wer von Ihnen kann schon ein französisches Wort? Und die haben also alles Mögliche gesagt, von Boulangerie und was sie also aus dem Urlaub kennengelernt haben. Ich dachte, ich kann was Besonderes und habe den Coup d'œil des Clausewitz gebracht. Haben die Damen gesagt, ah, wunderbares Wort, und was glauben Sie, dass das heißt? Sag ich, ja, Bauchgefühl, Intuition und so weiter, durch Erfahrung der Geist des Führers. Und sagen sie, wunderbare Erklärung, das heißt es aber nicht. Sag ich, was heißt es dann? Sagt sie, ja, Lidschlag. Sag ich, ja gut, vielleicht in Zweit- oder Drittbedeutung. Sag ich, nicht einmal in der 17. Bedeutung. Sag ich, vielleicht ist es ein regionaler Begriff. Sagt sie, nein, wir haben eine Lehrerin aus der Normandie, wir haben eine aus Paris, eine an der spanischen Grenze, keine kennt dieses Wort. Ich habe mich geschlagen gegeben, also meine Schlussfolgerung, Clausewitz hat gleich gut Französisch gekonnt wie ich, nämlich nicht, und hat das Wort falsch verwendet. Bin Jahre danach in einer norwegischen Bibliothek Zeit gehabt, ein etymologisches Wörterbuch herausgenommen und habe diesen Coup d'œil nachgeschlagen.
und sehe als vierte, fünfte Bedeutung, also erste, zweite, dritte Lidschlag, Bewegung des Auges und so weiter, vierte Bedeutung, nur im schweizerischen Französisch Augenmaß. Wer hat im Französisch geschrieben und war Schweizer? Chomini. Also möglicherweise hat über die Rezeption die nicht französischkundige des Clausewitz Chomini in seine Lehre Einzug gehalten. Damit möchte ich die Frage beenden und den Betrieb nicht aufhalten. Danke, Thomas. So. Vielen herzlichen Dank, Brigadier Dr. Beischl, für die Ausführungen, meine sehr geschätzten Konferenzteilnehmer. Bevor wir zu dem nächsten Panel aus dem Kernfach Strategie als Element der Militärwissenschaft und als Steuerungsinstanz für den Lehrgegenstand strategisches Denken einschließlich der Kriegstheorie kommen, die Panelleitung wird Professor Dr. Friedrich Korkisch übernehmen, möchten wir 5 Minuten, wir benötigen für eine technische Installation ein Break von 5 Minuten. Ich ersuche darum und Technikmarsch. Danke.